Hey Leute, in den letzten vergangenen Videos habe ich ja schon einige Schneidebretter gebaut oder generell das Thema Schneidebretter angerissen, was ich damit halt eben vorhabe. Wann immer man solche Teile hier herstellt, dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, wo lagert man das Ganze, wenn man es zum Beispiel gewässert hat oder wenn man es halt eben geölt hat, damit das Ganze halt über Nacht einwirken kann, einziehen kann und man es dann halt eben weiter bearbeiten kann. Sowas gibt's für eine Schreinerei, für eine Werkstatt und sowas nennt sich Hordenwagen oder halt umgangssprachlich Lackierwagen. Ich werde euch mal zeigen, wie so ein Teil kaufbar aussieht. Hier seht ihr die Teile, das sind sogenannte Hordenwagen und ich denke, man weiß, wo der Weg hingeht. Wir haben hier einfach waagerechte Stäbe, auf die wir halt eben was drauflegen können. Manche von denen, wie zum Beispiel die Variante hier, die kann man auch in der Breite verfahren, damit man das da auch im Idealfall so ein bisschen platzsparend verstauen kann. Aber ihr seht auch außerdem, dass die Teile ziemlich teuer sind. Die kosten so um die 1000 Euro, 700 Euro, 800 Euro, 800 Euro. Also sagen wir einfach mal im Schnitt 800 Euro so ein Teil. Und dabei wäre das hier nicht immer wirklich geeignet für mich. Denn bei hier so einem großen Schneidebrett würde es eigentlich sogar noch mit so einer kaufbaren Variante gehen. Wenn da die Stäbe so um die 30 cm auseinander wären, wäre das kein Problem. Die Frühstücksbrettchen, die ich aber auch anbiete, die sind ungefähr 30 cm breit. Und da müssen die Stäbe natürlich ein bisschen weiter zusammen sein, damit die halt auch draufliegen können. Und jetzt überall nochmal waagerechte Diagonalen drauflegen, wenn man das benutzen möchte, fände ich blöd. Deswegen werde ich heute eine Möglichkeit bauen, dass das Ganze erstens mal günstiger ist und auch tatsächlich platzsparender und für mich unterm Strich besser. Und was müssen wir dafür machen, damit wir loslegen können? Ganz richtig, wir müssen Massivholz anfangen zuzuschneiden. Deswegen gehen wir jetzt als erstes zur Pendelsäge. Das ist vom Arbeitsablauf jetzt eigentlich ziemlich schön. Ich habe hier ganz viel Vollmaterial liegen, also ganz viele Fichtenbohlen. Hier habe ich die Pendelsäge, ich kann das Material drauflegen, werde es in dem Fall einfach markieren, weil es viele verschiedene Längen sind. Kann's ablängen und kann dann im Prinzip das Ganze direkt hier auf den Tisch legen und kann es abrichten und deswegen fangen wir damit jetzt auch an. Ich muss ehrlich sein, ich habe gedacht, das wäre ein bisschen mehr Holz. Das sind jetzt die drei Bohlen und eigentlich sollte ich da alles rausbekommen. Ich habe auch extra die Bohlen genommen, die ein bisschen besser waren, damit ich halt eben jetzt nicht so viel Zuschnitt habe und hier die ganzen Leisten rausschneiden kann. Im Prinzip sind das ja auch einfach Leisten, die man im Baumarkt kaufen könnte, aber ich habe die ganzen Maschinen, deswegen mache ich sie selbst. Weil das alles so schöne Bretter sind, werde ich die jetzt im Paket direkt einmal mit 100er Korn schleifen. Da haben wir da schon mal ein schönes Finish. Das mache ich wie immer am Langbandschleifer. Hier seht ihr den Grund, warum so ein Bauplan auch bei solch simplen Projekten einfach praktisch ist. So habe ich jetzt nämlich einmal alles mit Kreppband markieren können, habe einmal die einzelnen Bauelemente mit 1, 2, 3, 4, 5 draufschreiben können und kann es jetzt einfach ablenken. Die Klebebandteile werden noch draufbleiben, die Oberfläche ist da als grob geschliffen, es ist ein Werkstattmöbel, ein Werkstattprojekt, deswegen muss das jetzt nicht das perfekte Finish sein, wobei das hier schon wirklich sehr, sehr gut ist. Also das kommt schon sehr nah an eine Möbeloberfläche ran, wie ich es halt eben immer herstelle. Jetzt geht's an die Formatsäge. Wir schneiden alles auf Länge zu. Ja.
Damit alles auch stabil bleibt natürlich, werden wir hier unten ein paar Winkel einleimen. Die Schrauben dienen in dem Fall nur als Schraubzwinge, dass ich jetzt ein bisschen zeitsparender weitermachen kann. Der Holzleim wird hier später im Endeffekt eigentlich alles dann sicher zusammenhalten. So. Hier ein kleiner Tipp, wenn ihr auch sowas macht und ihr wollt euch das Leben ein bisschen einfacher machen, schraubt als erstes alles einmal fest, damit ihr sowas wie eine Art der Führung habt, und danach macht ihr erst den Holzleim drauf, das heißt, ihr löst es wieder. So habt ihr dann wieder die gleichen Löcher mit den Schrauben getroffen und das Ganze geht ein bisschen einfacher und ihr müsst auch nicht so viel verspannen. Hier auch mal ein gutes Beispiel, da seht ihr keinen Holzleim mehr. Es ist zwar ein Werkstattmöbel, den Holzleim könnte man jetzt einfach so lang ziehen, aber unterm Strich ist es auch eigentlich einfacher, wenn man das wie bei einem richtigen Möbel, was man sich selbst baut, einfach mit einem Schwamm und mit ein bisschen Wasser wegzieht. Das trocknet dann, dann kann man kurz mit ein bisschen Handschleifpapier drüber gehen und ihr habt eine saubere Kante. Hier seht ihr den Leimüberschuss noch. Diese normalen Spülschwämme funktionieren hier ganz gut. Mit der harten Seite kann man vorher den groben Austritt rausnehmen und dann nochmal mit der feinen Seite drüber gehen, dann geht es auch einfach ratzfatz. Das Ganze konnte über Nacht trocknen, weil diese Verbindung hier unten natürlich ja super stabil sein muss. Und als nächstes werden wir mal ein paar Rollen unterschrauben. Ich weiß nicht, ob das die finalen Rollen sein werden, weil die, die ich bestellt habe, die sind noch nicht angekommen. Aber damit ich es jetzt mal durch die Werkstatt rollen kann, werde ich mal ein paar alternative Rollen drunter schrauben. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Auflagen für die ganzen Bretter. Ich habe mir am Anfang überlegt, das Ganze aus Holz zu machen. Es wäre aber viel Arbeit gewesen und sehr, sehr viel Holz. Eine günstigere Alternative sind hier diese Verlegerohre. Da haben jetzt die 12 Stück 17 Euro gekostet. Und das sollte jetzt ausreichen, um den Hornwagen fertig zu machen. So, ihr seht, der Hordenwagen ist fertig. Ist wirklich gut geworden. Die Abmaße gefallen mir auch sehr gut. Es ist nicht so platzraubend. Und das Ganze geht ja natürlich in die Höhe. Wir haben jetzt unten einen Querschnitt von ungefähr 60 x 70 cm. Und da können wir jetzt extrem viel Material zwischenlagern. Jetzt nur mal als Beispiel, wenn man vielleicht irgendwie etwas komplizierteres bauen möchte, könnte man sich hier oben auch echt ganz gut mit Kreppband so ein paar Notizen draufpacken und dann auch einfach hier so ein paar Streifen einlegen. Damit man dann alles für einen komplexeren Bau halt eben verstauen könnte. Ich werde das dafür aber nicht benutzen. Ich werde es, wie auch am Anfang schon angesprochen, benutzen, eine Tonerfalle, um da halt eben Schneidebretter dazwischen zu lagern, wenn sie geölt werden, wenn sie gewässert werden und so weiter und so fort. Ich zeige euch noch einmal die Abstände, wie ich die hier gestaltet habe, damit die so für meine Produkte auch ideal geeignet sind. Also generell lange Teile kann man hier auch ideal drin lagern, weil wir halt hier 4 Auflagen haben. Und das Ganze ist auch sehr, sehr genau geworden tatsächlich. Eine Strebe ist ein bisschen nach unten gesetzt, aber das ist dann nur ein Loch, wo man es eigentlich so ein bisschen merkt. Ich werde mal die Brettchen nehmen und die kann man jetzt halt eben hier reinlegen. Das bedeutet, Brettchen einfach nehmen, rauflegen. Und das hier ist schon so an Fläche, was diese ganzen Brettchen ergeben. Wenn man das auf eine Werkbank legen müsste, dann ist die schnell voll. Das habe ich in der Vergangenheit gemerkt. Ihr seht, die beiden großen Brettchen liegen hier auch sehr, sehr sicher drauf. Die sind auch relativ plan hier auf diesen Rundstäben. Das sind nicht alle perfekt gerade, weil manche auch einfach so ein bisschen in sich verbogen waren. Aber das hier ist ideal. Also es ist wirklich eine sehr, sehr günstige Lösung. Und hier diese 20er Verlegeleitungen, die sind mehr als stabil genug. Also da könnte man jetzt noch wirklich viel mehr Gewicht draufpacken. Also auch die schwereren Schneidebretter, ihr seht,
Das hält das locker aus. Ich glaube, wir haben hier ungefähr 54 Plätze, wo was drauf kann. Ich werde es mal gerade verrollen. Schauen, ob das auch gut funktioniert. Ich muss hier halt mit dem Rollen so ein bisschen aufpassen. Hinten ist der Boden so ein bisschen hügelig, direkt neben der Formatkreissäge. Das sind so 3-4 cm, wo da so eine Beule drin ist. Da wird es nicht gut gehen, aber der Rest von dieser ganzen Halle hier ist sehr, sehr gut, was den Boden angeht. Ein guter Industrieboden. Das bedeutet, hier in dem Bereich, so in dem Bankbereich, ist es kein Problem, wie ich gerade feststelle, das Ganze zu rollen. Und wenn es dann halt eben fertig ist, dann kann es zum Beispiel hierher gerollt werden, es kann trocknen oder was auch immer. Und es ist ziemlich platzsparend. Coole Sache. Also Leute, jetzt wisst ihr, wie das Ganze funktioniert. Bis zum nächsten Video. Sag ich ciao.